Den schauen wir uns natürlich erst einmal an, den Bus, bevor wir uns da irgendwas an. Irgendwas rausnehmen. Auf dem Boden liegt nichts. Jetzt gucken wir uns mal den Bus von innen an. Oh. Ein Polaroid. Da ist der Hund drauf. Looks like they were a happy family once. Da war der Hund drauf. Mit seinem Herrchen. Ich glaube, das Herrchen hat es nicht mehr geschafft. Oder die Familie. Die ist schon weg. Tut mir leid, Doggo. Wie nennen wir den Hund? Das steht doch bestimmt auf dem Halsband. Die Kiste durchsuchen wir. Nothing edible. Ja, mit ein bisschen Salz und Pfeffer kann man sogar die Puppe essen. Also alles ist möglich. Das Zelt. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Bestimmt, als es noch intakt war. Ich glaube, als es intakt war, hat da bestimmt jemand geschlafen, aber mittlerweile. Ein Frisbee. Ja komm, wir spielen ein bisschen mit Hundi. Wenn er spielen möchte. Hey, wanna play? Wanna play catch? Oh ja, ja, ja. Ganz heiß. Wow. Okay, bring it back. Nice. Nice catch, mein Freund. Good boy. Good boy. Good boy. Okay, wir könnten den nochmal werfen, aber hey. Hey, reicht. Es reicht mit Spielen. Wir müssen hier noch überleben. Wir brauchen noch einen Dosenöffner. Empty. Better keep looking, boy. Komisch, dass wir im Müll was gefunden haben, weißt du? Eine noch nicht mal geöffnete Dose, aber im Zelt und im Bus nix. Ganz schön komisch. So, auch das Zelt. Ja gut, aber selbst, was ist das denn eigentlich da hinten? Ach, das ist ein Felsen. Ich dachte gerade, das da hinten, das ist auch ein Zelt, ein riesiges. Obwohl nicht. Huch! Was denn? Hey boy, what's the nein, nein, matter? Nein, nein, Moment, wir müssen noch. Oh, 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 wir kriegen Besuch, oder? Wir kriegen Besuch. We have to be quiet. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Kühlbox. Da gucke ich gleich mal rein. Oh. It's okay. He's dead. Naja, schon, aber noch nicht ganz. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Das stimmt. Und genau deswegen gehe ich nicht in seine Nähe, sondern nehme mir diesen Ast hier. Okay. So, tschüss. Zur Sicherheit nochmal einen Klaps geben. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Und es geht weiter. Es bringt nichts. Ich brauche das Messer. Damit kriegen wir bestimmt die Dose auf, oder? So, mein Freund, ich glaube, der dritte Schlag, der wird sein, oder? Zur Sicherheit. Das war der Final Kill. Fatality. So. Okay, ja, 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 Streuner anschauen. Poor guy. Das stimmt. Seine Leute haben. Had himself tied up, or did someone force him to do this? Ich glaube, das hat jemand getan. Ich glaube nicht, dass er das selber hinbekommen hat, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Tasche durchsuchen. I like to think that if they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Ah, okay. Tasche, nichts. Schuhe können wir nicht gebrauchen. Aber das Messer. That looks like it hurt.
I bet we could open the can with that, though. Ganz genau, das ist der Plan. Und raus damit. Ihn wird das nicht mehr stören, dass wir sein Messer nehmen. Still pretty sharp. Gut. Okay, well, now we're getting somewhere. An die Kühlbox würde ich trotzdem noch gerne. Ich hoffe, das geht. Verdammt. Okay. Was denn? Please don't be bad. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil Dosenfutter hält sich mehrere Jahrzehnte sogar. Das dürfte gut sein. So, und Huni bekommt natürlich auch was ab. Wir teilen brüderlich. Und schwesterlich. Was ist denn da überhaupt drin? Family Style steht da jetzt nur drauf. Bohnen, oder was? Thank God. Na klar. Let's go. Sei nicht scheiße, Clementine. Hund füttern. Es gibt nur genug für einen. Na komm. Natürlich kriegst du was. I guess you're pretty hungry too. Ach so. Hund füttern, let's go. Here you go. Hey, you don't eat it all. Hey. Some more. What the fuck? Wir waren so gut zu dir. Wir waren so gut zu dir. Der Scheißköter. Hund? Hund? Was ist mit Hundi? Oh. Oh, 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 oh. Mann, Spiel! Hund töten, Hund zurücklassen. Oh mein Gott. Nein, wir müssen es zu Ende bringen. Wir müssen es zu Ende bringen. Wir lassen den nicht leiden. Warum hast du das getan, Hundi? Warum nur? Oh. I'm sorry. Oh Mann, ey. Hätte man das auch verhindern können? Wir waren so nett zu dem. Wow. Alter. Oh. Wir haben einen Biss. Und die Leute denken bestimmt, das war ein Zombie, oder? Oh nein. Shit. Das, wenn wir den Leuten erklären, dass es ein Hund war, ich weiß ja nicht. Ob die uns glauben werden, ich befürchte ja eher nicht. Scheiße. Toller Start. Es geht wieder voll ab. Also die Staffel hat gerade erst begonnen und wir sind mittendrin. Es geht ums nackte Überleben. Alter, dieser Hund. Oh, das war so unerwartet gerade. Es war wirklich sehr unerwartet. Ich dachte, er begleitet uns jetzt das ganze Spiel über, weißt du? Und so kann man sich irren. Die arme Clementine. Verliert erstmal die Eltern, dann Lee, jetzt ihren Hund. Oh oh. Ich hoffe, du verlierst nicht zu viel Blut. Oder so. Was passiert hier? Was geht hier ab? Da kommen sie wieder angeschissen, weißt du? Wir haben keine Sekunde, haben wir Ruhe vor denen. Diese Gierigen. Okay, wir müssen hier weg. Abhauen.
Schneller? Schneller, Clementine? Okay. Komm schon! Wer ist das? Wer seid ihr denn? Nice job. Nice. Mit einer Armbrust? Das erinnert mich an einen gewissen Daryl. Aus der Serie. Die sind mir jetzt schon sympathisch. Unsere Retter, voll gut. Auf dem Weg. Nice. Ich hoffe, die sind gut. In diesem Spiel vertraue ich niemandem. Wobei, ich glaube, den können wir trauen, oder? Yeah, we're good. Okay. Hey, you all right? Oh oh. Die sehen gleich den Biss, oder? Ich kann gehen, ich glaube schon. Es geht mir gut. Lass mich einfach allein. Ich kann gehen. I can walk. Oh, was that so? The last time I saw you could barely crawl away from that lurker back there. Look, you're in bad shape, kid. Hat er recht. Da hat er recht. Wir lassen uns lieber mal tragen. Ist angenehmer. Wir sind auch echt fertig. Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. Ja, wir wurden angegriffen. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low. Absolut. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Warum so spezifisch, mein Freund? Well, I'm Luke. And this is Pete. Luke. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us and you look like you could use some oh shit! Er hat den Biss gesehen. What is it? Er hat den Biss gesehen. She's been bit, man. Fuck. Fuck, fuck, fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog. Nein. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. I can't remember the last time I saw a dog. No, yeah. No, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Bitte glaubt uns. Bitte glaubt uns. Okay. Let's see it. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Jetzt ist aber mal gut, Luke Skywalker. See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. Naja. So where'd this dog go? The one that did this. Ich hab ihn getötet. Seriously? I killed it. Immer ehrlich sein. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? Ja. I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Bist du bescheuert? Wenn er mich angreift, natürlich. Clementine? Ja. Yes. You telling us the truth? Yup. You look me in the eyes when you answer. Was denkst du? What do you think? All right, Clementine. That's good enough for me. What? Hey, that's not even an answer. She doesn't like someone calling her a liar. I wouldn't like it either. Ganz genau. I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at... All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. Den mag ich sehr. Carlos, take a look at it first. Pete is my man. I ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Okay. Alles wird gut, Freunde. Ich tue euch nichts. Ich beiße nicht. Ich werde nur gebissen.
So. Oh, wow. Ist das deren Haus? Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Und tschüss. Good night. Oh, shit. Och, Luke, jetzt hab dich nicht so. Was nun? Wir kriegen ja eine Menge an Trophäen. Was passiert hier? She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? Laufen. You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a dog. Keep your finger off the trigger, boy. Alter! Oh, what the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here. Okay, he'll have a look. Okay, perfect. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Ach, komm. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Okay, doctor. Sag bitte, dass wir die Wahrheit sagen. Und er erkennt es direkt, dass es ein Hund war. Go ahead, he's a doctor. Ich hoffe, ein Tierarzt. Damn, that must have hurt. Ja. Bäh. Brr. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Wie bitte? I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. Wenden? I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Just let einen Doktor. Have a look first. Trauriger Blick. Du bist ein Arzt, hilf mir. Ich will nur meinen Arm verbinden. I just want to fix my arm to stop the bleeding. I'm not gonna hurt anyone. I promise you, it was just a dog bite. That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Wer ist das denn? Sarah, what I say, stay inside. Wir sind einige in dieser Gruppe. Hilf mir und ich gehe. Es wird nur noch schlimmer werden. Lass mich gehen. Ja. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again. I promise. And where exactly would you go? Ich kann auf mich aufpassen. Mein Freund ist da draußen. Ja, ja. To find my friend Krista. Forget it. You won't get 5 feet. Das weißt du doch gar nicht. You're scared. And I feel terrible delaying treatment. We've got to be sure. Huh. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Na toll. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. Was? I'm not wasting supplies on a lurker bite. Oh. Turns out you're telling the truth. I'll clean it, stitch it up for you in the morning. Alter, das ist zu spät. What? Das ist viel I'm zu sorry. Spät. The best we're gonna get. Vielen Dank für nichts. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Alter. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. Alles klar. Ich hoffe, du stirbst als Erste.
Es war ein Hund, wirklich. Was, wenn er mich gehen lässt? Mein Arm tut wirklich weh. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Alter, nur Lauchs in dieser Gruppe. Ich will hier weg. Jetzt sperren die mich in den Schuppen ein, ohne mich zu bandagieren, ohne irgendwelche Medizin. Aber voll dreckig, voller Blut. Ja, komm. Kann ich mal richtig schießen, der Typ. Hauptsache Armeehose an. Ja, das ist echt bescheuert. Okay. Kann man hier abhauen? Können wir irgendwie abhauen? Oder bleiben wir hier? Okay. Man kann sich schon mal umsehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwas machen können. Oder sogar müssen. Schraubstock gibt's hier. Was ist das hier? Ein Tisch. Cool. Immerhin haben wir einen Tisch. Toll. Klettern auf Tisch. Warum sollten wir das tun? Schwimmweste, Hammer. Oh, wir müssen an den Hammer, oder? Warum auch immer. If I need a hammer. So. Komm. Let's go, Clementine. Und tschüss. Wir zerstören einfach den ganzen Schuppen. Und wir fallen natürlich auf unseren Arm, weißt du? Das ist so. Vielleicht finden wir hier... Heben Regal. Ist ja Hammer da drunter. Ah, okay. Kein Problem für Clementine. So ein riesiges Regal. Wir nehmen den Hammer. Ich weiß noch nicht wofür, aber wir sind schon mal vorbereitet, falls uns jemand angreift. Und das Messer haben die uns auch nicht weggenommen. Das wundert mich ein bisschen. Schwimmweste. Das ist doch keine Schwimmweste. Hä? Diese Übersetzung wieder. Durchsuchen Fass. Das ist ein Rettungsring. Es ist ziemlich klar, dass das hier keine Rettungsweste ist, Freunde. Liebe Übersetzer. Also, den... You had one job. Einen einzigen. So. Schraubstock. Sie schüttelt mit dem Kopf. Damit können wir nichts anfangen. Stecktafel. Okay, jede Menge Werkzeug, aber keine einzige davon hängt noch an der Wand. Hier haben wir noch einen Angelkasten und einen Anker. Und da oben ist eine Angel. Erstmal den Anker. Warum hängt hier ein Anker? Okay. Ist strange. Oh, hinter dem Angelkasten. Das sieht ein bisschen bröckelig aus, oder? Kann man da durch? Was ist das denn? Gut. Nähzeug haben wir da also drin. Ist ja schon mal perfekt. Oh, guck mal hier, Brett. Okay, mit der bloßen Hand geht das nicht, aber mit dem Hammer geht das doch locker. Let's go. Wir hauen also ab. Finde ich gut. Die Leute wollen uns nicht helfen. Wir helfen uns selber. Und ein Tritt. Oder zwei. Und schon sind wir raus. Nice. Den Anker nehme ich aber mit. So, geht nicht. Durchkriechen durch das Loch. Ich hoffe, die nehmen uns das nicht übel, ne? Hätte man jetzt auch einfach warten können oder so? Weiß ich nicht. Oh, wir beklauen die jetzt auch noch. Ja, okay, Clementine. Du bist schon... Die ist schon hart drauf, muss ich sagen. Was ist das hier? Loch anschauen nochmal. Okay, finde einen Weg in die Hütte und hole eine Nadel, Peroxid und ein paar Verbände. Und dann sollen wir wieder zurück, oder was? Fände ich lustig. Und am nächsten Morgen... Sind wir zwar noch in der Hütte, aber bandagiert. Fänd ich sehr, sehr amüsant. Die Gesichter dann zu sehen von denen. So, hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir gucken uns mal das Fenster an. Ja, man kann es nur öffnen. Oder versuchen zu öffnen. Vielleicht geht das ja nicht. Ja. Okay, das geht nicht.
neben die Tür. Also es würde mich sehr wundern, wenn hier irgendwas offen steht, irgendein Fenster. Wie schlecht kann man das denn sonst machen? Wie schlecht kann man sich denn schützen, wenn man hier irgendwas offen lässt? Also so blöd sind die nicht, oder? So, versuchen wir das mal. Auch da ist nichts zu holen, nichts zu machen. An das Fenster werden wir wahrscheinlich überhaupt nicht rankommen, oder? Wie soll man denn da... Ja, okay, das geht nicht. Das geht gar nicht. So, die Veranda vielleicht. Sperrholz. Okay, das ist unser Eingang, oder? Wir haben ja unseren super Hammer. Mit dem Hammer kriegen wir das locker hin. Oder? Ja, mit dem Hammer. Oh, Freunde. Hey, was ist das denn? Dafür haben wir doch echt keinen Hammer jetzt gebraucht. Den jetzt auch mit den Fingern rausziehen können, ehrlich gesagt. Ja, komm. Und dahinter ist natürlich ein Loch. Tolle Absicherung, Freunde. Ganz super. Macht das aber bitte wieder zu, damit niemand Verdacht schöpft. Geht nicht, okay. Mann, man muss doch seine Spuren verwischen. Gruppentreffen. Oh, können wir ein bisschen lauschen? Okay, die reden nicht weiter. Mit der Hand geht das wahrscheinlich nicht, oder? Hammer kann ich mir nicht vorstellen. Ich benutze mal das Messer. Ich meine, was soll man hier mit dem Hammer machen? Ich hoffe, das zerbricht nicht. Aber wir haben es geöffnet. Natürlich zerbricht das Messer. Ach, sieh mal diese Billigware aus Thailand. Okay, das hören wir uns jetzt mal an. Wenn das geht. Okay, wir können nur reingehen. Oder durch einen Spalt gucken. Ich hoffe, die finden uns nicht. Es wäre echt mega, wenn wir das ganze Zeug mitnehmen und wieder zurück in den Schuppen gehen. Das fände ich mega gut. Oh, hier können wir lauschen. Absolut. Ja? Could be. We don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. She said she was. Nein. Whoever they'll probably come looking for her. Great. They show up and we've got her locked in the shed. You think we should bring her in here? No. Oh, es wird rot. Die sehen uns. Carver would come after us? You think he wouldn't? He's not exactly the type to let things lie. What happened, happened. There's nothing we can do about it now. Let him come. I really don't give a damn. Komm schon, komm schon. Okay. Ein bisschen was haben wir erfahren, aber hey, geht das nicht? Noch mehr? Doch, das geht doch noch. Better her than us. You'd have done the same. It wasn't the brightest idea. Oh, and firing your rifle was, huh? Next time we'll just put up a neon sign so you know it comes to work. Where are you going, man? I want to get my sweater. Oh, wir müssen weg. Wir müssen weg, wir müssen weg. Die will hier raus. Hier wieder rein? Was ist das denn? Was war das denn? Ist er wieder rausgegangen? Das wollte ich doch gar nicht, Mann. Spiel! Mach mich doch nicht fertig. Wir müssen doch noch hier Zeugs finden. Okay, sorry, das wusste ich nicht. Ich dachte, die Tür... Okay, wir sind durch die Tür natürlich reingekommen, aber... Ich dachte, da ist noch irgendwas und wir können uns verstecken oder so.
Offensichtlich nicht. Hier haben sie Karten gespielt. Was ist das für ein Tisch? Was ist mit dem Tisch hier? Ein paar Bücher, Kartenspiel. Nichts Interessantes für uns. Okay. Okay, wir könnten da wieder zuhören, aber das ist mir zu riskant, ehrlich gesagt. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwo hin können. Das sieht nicht danach aus. Ein singender Fisch an der Wand. Oh, was ist denn hier hinter? Hallo? Was gibt's hier? Interessantes?